Die steht einfach mal offen, die Tür. Hallo? Experience? Na toll, jetzt bleibt die offen, die Tür. Komm, verbrennen, 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 verbrennen. Er verbrennt nicht. Ich bin gerade ein bisschen still, kann das sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen, erklären, warum. Wie geil, wir haben echten Dungeon gefunden. Aber noch kein Dings. Noch kein Endportal. Ist es gezwungenermaßen, dass die hier drin sind? Dann hier drin sind Endportale. Wer? Wo? Ich komme. Wo denn? Ja, wo? Ich sehe dich nicht. Ich kann dir nicht helfen bei deinem Problem, wenn ich dich nicht sehe. Mach doch Randale. Ja, klopf die Einrichtung zusammen. So. Scheiße, Mann, was machen wir jetzt? Wir brauchen Lava. Wir müssen tiefer gehen. We need to go deeper. So, da ist die Bücherei. Da ist die Bücherei gewesen. Ach, unseren Tisch haben wir ja noch hier stehen. Verdammt, wir brauchen Lava. Wir müssen irgendwie uns ein Portal hierhin machen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich ein bisschen cheaten soll. Einfach nur, weil man sich diese Gelegenheit doch nicht entgehen lassen kann. Ihr seht, ich bin gerade sehr schlüssig, was ich gerade mache. Ich habe... Ey, guck mal, die ganzen Bücher. Nee, das mag ich nicht verlieren. Aber ich mag auch nicht. Ich mag aber auch jetzt nicht cheaten. Und mir hier jetzt irgendwie schnell ein Portal hinbauen. Im Kreativmodus schnell umswitchen und so.
da ist auch... Au. Boah, das ist jetzt echt schwere Entscheidung, was ich jetzt machen soll. Außer, dass ich jetzt nochmal hier... Oh, Fackeln gehen auch schon wieder fast zu Ende. Ich wüsste jetzt auch gerade schon wieder nicht mehr den Rausweg. Das ist auch bescheiden. Ein bisschen gerade. Ah, hier ist noch. Na, setz hin. Oh, da ist noch eine Kiste. Da sind noch. Ne, es ist nur eine Kiste. Aber eine Bämme. Komm, die Bämme. Redstone brauchen wir erstmal nicht. Oh, scheiße. Ich habe das Endportal gefunden. Ne? Noch eine Bibliothek. Scheiße. Okay, Leute, wir müssen glaube ich echt cheaten. Es geht sonst nicht anders so. Kein Bock, das alles zu verlieren hier gerade. Oh, das ganze Zeug. Ich will es nicht verlieren. Aber ich mag doch nicht cheaten. Und ich habe vergessen, wo ich herkam. Ich bin, glaube ich, hier. Bin ich hier irgendwo runter? Hoch, hoch, runter. Mittendurch. Statt nur dabei. Ah, genau. Von hier bin ich gekommen. Oh, ein Bogen. Scheiße. Ah, hier war die Kiste. Ich will gerade mal wieder versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Hier bin ich, glaube ich. Au. Hier bin ich, glaube ich. Oh, scheiße, das war falsch. Fehler. Da ist meine Bibliothek, die ich abgeholzt habe. Piep, piep. Scheiße. Ging es da nochmal raus? Ah, Mann, nee. Hätte ich es mir doch mal gemerkt. Ich will hier gerade mal wieder versuchen rauszukommen, weil... Dann machen wir das nämlich anders, so. Dann merke ich mir an der Oberfläche die Koordinaten von der Höhle. Und dann hauen wir jetzt mal kurz wieder ab zurück, wenn ich das noch schaffe. Wieder. Oh, das ganze Zeug hier muss ich auch noch aus den Wänden holen. Da
haben wir ja auch noch einiges einfach liegen lassen jetzt gerade. Vor lauter Aufregung und... Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie komme ich wieder? Ah, da ist das. Ah, da ist der. Ach genau, und hier haben wir reingeguckt und yay, ein Dings. Und dann waren wir hier in dem großen Schacht und kamen aber, glaube ich, von da. Da kamen wir dann von hier. Ja, hier ist wieder der Weg nach draußen. So, weil ich will das Ganze nämlich... Weg nach draußen? Ach da. Mir deucht, ich nehme mal einen Dolch zur Hand. So. Und weil es so schön ist, hier so Freiluft. Legen wir uns einfach mal in der Höhle schlafen. So, die markieren wir uns jetzt irgendwie, diese Höhle. Die will ich... Hallo? So, da ist unser Abstieg. Boah, das finden wir doch nie wieder so, wie ich das jetzt vorhab. So, Moment mal, habe ich hier irgendwo Ölpapier und Bleistift? Ich will erstmal das Zeug nämlich in Sicherheit bringen. Ja, Papier und Bleistift. Ist wieder alles super vorbereitet hier. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Gibt's doch nicht. Wo habe ich denn hier Bleistift? So, Kopfhörer. Spannend, ne? So, F3. Mikrofon angebumst. Wir sind auf minus 775. Und Scheiße, was war jetzt die Höhe? Ah, das war so, Z war, müssen wir noch merken. X und Z müssen wir uns merken. Und da sind wir auf minus 46. Ja, schreiben wir Y halt auch mal auf, zur Sicherheit. Da sind wir 72. So. Schreibe ich noch dazu. Stronghold. Stronghold. Merken. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg Richtung Kompass. Boah. Da steht ein Creeper und ich war die ganze Zeit weg. Alter. Das hätte auch schief gehen können. Und noch was, ich hätte jetzt wetten können, wir müssen in die Richtung. Wow. Na, du, creepy. Hihihi. Ich hätte jetzt echt wetten können, wir müssten in die andere Richtung, um nach Hause zu kommen. Nicht in die Richtung. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir müssen nach da. Da kann man mal sehen, wie genau ich aufgepasst habe.
Gut, also die Koordinaten haben wir von der Höhle. Dann jetzt machen wir uns erstmal auf den Heimweg, liefern alles ab und rüsten uns dann mal aus. Dann gehen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich müsste jetzt schon eine Stunde, 20 Minuten oder so. Das ist noch eigentlich noch lang, aber es lohnt sich wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, wie schnell wir wieder hier wegfinden. Nach Hause. Ach so, sorry, das kann ich ja wieder ausmachen mal. Steht da eigentlich, wie viele Frames ich habe? Ja, steht doch da, 32 Frames. CEP, was heißt denn das alles eigentlich? Wow, nur 8% Memory. Ich habe ihm 6 Gig zugewiesen und er benutzt bloß 9%. Auch nicht schlecht. Lustig, was man da alles erfährt. Ja, weiter nach Hause.